Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Frontschweine. Ja, letztes Mal haben wir mit dem Malipix angefangen in der Aufnahmesession. Heute geht's weiter mit Belagerungszustand. Ich werde den Alex da ganz nach oben schieben. Ich werde als zweites agieren. Das hat seinen Grund. Belagerungszustand, das war die Scheißkarte, wo wir in diesem Minenfeld drin standen. Beziehungsweise wir sind eingekesselt von so einem Minenfeld mit ein paar Häusern und die stehen halt außen herum. Das war die Mission, die ich jetzt nicht so toll finde. Belagerungszustand. Springen Sie über eine verlassene Farm auf Sausgalasien ab. Möglicherweise lungern dort ein oder zwei feindliche Schweine herum. Machen Sie kurzen Prozess, die Zeit drängt. Ingenieure sind den Minenfeldern nützlich. Selbstbedienung. Ja, das Problem ist, wie gesagt, genau, die stehen da oben. Und das sind jetzt halt keine normalen Kanoniere mehr, das sind jetzt schon Pyromanen. Das ist jetzt halt das Problem. Und der Alex bummt sich jetzt erstmal hier ein bisschen voll. Ja, obwohl, so viele Bomben sollst du dich jetzt nicht. Und hier drüben versuche ich jetzt irgendwie hier rüber zu kommen. Irgendwie ist natürlich gut. Am besten so schräg rüber, so dass ich nicht so viel Schaden kriege. Am besten mal langsam mal ruhig, danke. Weil erst sind die beiden Spione dran, die sich in der Regel tarnen. So, jetzt natürlich wird es umso schwerer, die natürlich auch zu treffen. Weil ich möchte natürlich auch ein bisschen sicher hier sein. Wenn es irgendwie geht, jawohl, das funktioniert. So, auf den ersten Pyromanen. Die natürlich jetzt nicht ganz ohne sind. So. Der Spion tanzt sich auch. Das gefällt mir. Der liebe Dave. Ja, jetzt fängt nämlich das Problem an. Was machen wir mit dem lieben Dave? Da oben steht der Spion. Der hat sich eigentlich getarnt, aber steht da trotzdem. Das heißt, wir sehen ihn. Wir haben jetzt die sogenannten Splittergranaten, die der liebe Dave auch mal einsetzt. Und zwar gegen den Spion da oben. So, bitteschön. Lieber Spion. So, und jetzt sind die beiden Pyromanen da. Ich hoffe nicht, dass die auf Alex gehen. Sondern, genau. Dass sie jetzt auf die Häuser gehen. Das ist mein... Genau, dass sie zum Beispiel jetzt auf den lieben Dave gehen. Das gefällt mir. Bitte trifft das Haus. Bitte trifft das Haus. Jawohl. Perfekt. Ja klar, jetzt geht das Haus natürlich kaputt. Mit der, oder das Dach geht eher kaputt. Der liebe Nico. Der liebe Nico, der könnte den Eden nochmal treffen. Und die Spione lasse ich beiseite. Gucken, ob das funktioniert. Das funktioniert sogar. Das wusste ich nicht mehr. Dass das wirklich geht, dass man quasi sich so da reinstellen kann. So, damit ist der Eden so gut wie tot. So, der jetzt auch dran ist. Der geht doch auf die beiden. Okay. Lasst euch doch ein. Bitte trifft das Dach. Weiter, 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 weiter. Ah, Glück gehabt. Perfekt. Also die erste Runde saumäßig gut überlebt. Jetzt habe ich noch einen Scharfschützen. Das ist der liebe Dan. Der liebe Dan. Der könnte Ede jetzt erledigen, aber da der als letztes dran ist, werde ich mich jetzt erstmal wieder um die beiden Spione eigentlich kümmern wollen. Der andere steht irgendwo da hinten, oder? Ja. Okay. Ich möchte dem eigentlich, wenn es geht, eine Schweinepest geben. Den wir da jetzt schon angeschlagen haben, den ich leider nicht sehe. Den zu treffen von hier wird schon eine Mammutaufgabe. Ich versuch's trotzdem. Volles Rohr drauf. Wow, das wird voll krass, Alter. Komm schon, komm schon. Nee, klappt leider nicht ganz. Okay, der Hax ist dran. Der hat noch 70. Gucken, was der jetzt macht. Die haben natürlich auch noch Dynamit. Das dürfen wir nicht vergessen. Wäre es am liebsten, wenn du auf einen zielst, der noch... Oder dich am besten tarnst. Tarn geht immer. Auf wen geht der? Wie soll Alex da... Achso, Alex ist ja draußen.
Okay, der ging auf den Scharfschützen. Der hat jetzt aber noch genügend. Jetzt ist der Alex nämlich dran. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Alex ist dran. Und kann jetzt erstmal schön Schaden machen. Und zwar, indem er hier in der Mine liegt. Den Edik geben wir in die Mine. Und der soll dann runterfallen. Runterplumpsen auch. Schön ins Minenfeld rein. Und das soll mit dem anderen genau das gleiche passieren. Nur mit dem Unterschied, ich nehme jetzt einen TNT. Und bombs den da runter. Am besten schön weit ins Minenfeld, wenn es geht. Ja. So ist es gut. Und wir gehen dann hier weit zurück. So, der fliegt runter. Und der andere auch. Der eine ist tot. Und der andere ist irgendwo angekommen. Auf unserer Insel quasi. So, jetzt ist der zweite Spion nämlich dran. Die beiden habe ich also so dahingestellt, dass er die nicht sieht. Genau. Und ich hoffe, dass du auf einen von den beiden gehst. Ja, danke. Da liegt sogar noch sein eigener. Das war dumm. Der Phil ist angeschlagen. Der klaut, der nimmt sich das jetzt erstmal. Und beklaut den Abseits. Der beklaut jetzt den Abseits hier mit dem Huf und der... Boah, perfekt mit dem Airburst. Da hinten steht der andere. Da oben steht der andere. Ja, die stehen jetzt alle dicht zusammen. Ist eigentlich nicht clever. Aber wir nehmen den Airburst. Gehen aber einen Schritt nach vorne. Und geben dem drauf. Der war gut. Der war sogar sehr gut. Der müsste noch 10, glaube ich, jetzt haben. Jetzt ist Abseits dran. Das habe ich gehofft. Dass der mit der Pistole agiert. Also, um den kümmere ich mich jetzt ganz zum Schluss. Ich werde gar nichts spüren. Was liegt denn an? Der Dave ist dran. Der Dave hat jetzt eigentlich den Auftrag, genau den umzubringen, wenn es geht. Der steht aber ein bisschen blöd. Also wird das Alex-Job werden. Ah, jetzt sehe ich den leider nicht. Der liegt irgendwo da hinten, oder? Das ist natürlich jetzt nicht so vorteilhaft. Ich kann eine Splittergranate einfach mal riskieren. Aber den möchte ich auch mal gerne ankratzen. Nehmen wir uns eine Splittergranate und hauen mal volles Rohr drauf. Die erwische ich. Öffentlich. Okay, wir haben ihn getroffen. So, der hat nur noch 10. Ich hoffe, dass du dich tarnst. Weil du hast nicht mehr viel. Beweg dich. Oder nimmst du deine Schweinepest? Was macht der jetzt? Das ist die Frage. Wer ist denn eigentlich danach dran? Auf jeden Fall, der Nächste muss dann wirklich den Pyromanen weiter ausberauben. Komm, tarn dich doch. Komm, tarn dich. Schweinepest, okay. Bitte ins Gebäude rein. Halt ich das auch richtig? Oder zu weit? Ja, ins Gebäude rein hat aber hat beide getroffen. Ich glaube das jetzt nicht. Okay, Nico ist dran. Vielleicht nur noch 55. Wir haben noch 2 Energiekisten drin. Die möchte ich aufbewahren. Wir beklauen weiterhin ihn hier. Oh, warum die Pistole? Gib mir doch was an. Genau, den Mörser. Das war mir am wichtigsten. Der Mörser war mir am wichtigsten. So, und den Zehner. Der juckt mich jetzt eigentlich herzlich wenig. Die Schweinepest auf den Spion da hinten. Jawohl!
Auf den Money, das hat funktioniert. Das hat funktioniert, oh yeah. Kommt an dich doch einfach mal eine Runde. Ja, das ist auch in Ordnung. Wenn du da keinen mittriffst. Pipifax, immer. Okay, es ist das Dach kaputt. Es ist sogar die Wand da noch kaputt. Der liebe Dan, der holt sich eine Medizinkiste. Der hat's nötig. So. Und der beraubt den dann jetzt, glaube ich, komplett aus. Genau. Du beklaust den jetzt komplett aus. Mit Bazooka. Ich glaube, mehr hat es noch nicht. Doch, den Flammenwerfer. Okay, jetzt hat er aber nichts mehr. 85, okay. Du kümmerst dich jetzt, oder du gibst denen jetzt einen Schuss. Der ist ja jetzt schon angeschlagen. Der ist noch 65 hat er noch. Dann hat er noch 25. So. Der Pyromane kann nichts machen, der muss aussetzen. Genau, jetzt ist Alex dran. Das ist der Angriff. Oh, ich muss ja aufpassen, hier nicht runterrutschen. Alles nur nicht runterrutschen. Ihr könnt natürlich auch die Kiste wieder nehmen und einen Super Airbus und damit einen Spion killen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Puh. Auf jeden Fall, da hinten war ein Spion und der andere Spion ist rechts. Was bist denn du? Ich höre auf jeden Fall jemanden niesen. Da bist du, okay. Du kriegst eine Mine mit. Ich möchte dich aber nicht erledigen. Das hat nämlich seinen Grund. So, und der andere. Oh. Im Notfall reicht ja die Mine. Wo steht der? Der steht hier. Ich gebe dir lieber einen TNT mit. So, bitteschön. Dann haben wir die beiden Spione auch erledigt. So, damit sind beide erledigt. Beide Spione erledigt. Also man muss hier mit Taktik vorgehen. So. Weil Spione sind nicht ohne. Der ist noch nicht erledigt, aber der setzt, der niest sich jetzt. Weiter so. Halb tot. Die Schwächlinge können einpacken. Genau, der Mann niest sich tot. Das heißt, es bleibt nur noch einer übrig. Du nimmst dir trotzdem mal hier ganz kurz etwas. Medizin. Falls er sich die Bazooka wiederbekommt. Was hast denn du geklaut? Okay. Komm, kriegst einen Sniper-Schuss ab. Schön ins Gesicht. Schön in die Face. So, damit haben wir nur noch abseits. Der letzte verbleibende Soldat, der aussetzen muss. Tja, Pech. So, der liebe Dave. Also man muss hier mit den... Komm, wir nehmen das Schrotgewehr. Weil wir es können. So, zack. Das war die Mission. Natürlich darf man das. So, abseits. Tschüss. Eigentlich nicht schwer. Eigentlich war es jetzt keine schwere Mission. Man muss sich die... Man muss so ein bisschen jetzt mit den, Umgebungen sich anpassen. Beim ersten Versuch. Und die Pyromanen, die musste ich mit drei beklauen. Das ist auch nicht ohne. Yes! So. Das hat wunderbar funktioniert. Und die nächste Mission ist schon ein bisschen schwerer. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung... Ich glaube, das war die Hallo Hallo. Das war dieses Eisgebiet mit den zwei... Geschütztürmen. So, wir können leider keinen weiter ausbilden.